So, wieder mal herzlich willkommen. Ich begrüße euch zum zweiten Part von meinem Slender Halloween Special. Also, wie gesagt, beim ersten Teil habe ich euch ein bisschen was über das Game erzählt. Jetzt erzähle ich euch was zu den ganzen wichtigen Sachen, die ich so zu besprechen habe. Also, als erstes besprechen wir mal das Spiel. Also, auf der Slender Fanpage-Seite. Also, wie gesagt, es ist ein Survival-Horror, wo man 8 Manuskripte oder Seiten sammeln muss und ist halt, so ein Spiel halt. Egal. Kontrolle steht hier zum Beispiel, also Steuerung. Maus, schaut man rum. W, A, S und D sind bewegen. Das linke Shift sind zum Sprinten gut. Die linke Maustaste ist zum Seiten aufsammeln. Die rechte zum Taschenlampen ausschalten. Q und E ist zum Rein- und Rauszoomen, aber keine Ahnung, was das für einen Sinn hat. Ja, egal. Wir gehen einfach weiter zur Legende. Legende besagt eigentlich über Slenderman, warum dieses Spiel entstanden ist, einfach, dass es einfach, ich muss es mal lügen, ich kenne diese ganze Legende nicht auswendig, aber mir wurde es so gesagt, dass einfach in einer kleineren Stadt Slender aufgetaucht ist und halt kleine Kinder in den Wald verschleppt hat, die dort das Gruseln gelehrt hat und dann einfach kaltblütig umgebracht hat. Aber es wurden nie bestimmte Sachen gefunden und keine Informationen. Von daher, ich weiß auch nichts. Ich habe noch nie die Legende hier durchgelesen, sondern ich habe sie nur gesagt bekommen. Aber wir werden weitersehen. Das nächste Register sind Reaktionsvideos. Es ist echt witzig, würde ich mal reinschauen, bevor ihr das Spiel spielt, damit ihr mal sehen könnt, wie andere dieses Spiel spielen. Oder wie sie sich einfach wirklich darüber witzig machen oder dann richtig fett Angst haben. Bei den Livestreams habe ich persönlich noch nicht mal vorbeigeschaut. Aber ihr könnt mal vorbeischauen, ich werde auch mal vorbeischauen, aber nicht jetzt. Und dann hier hinten, Download for Free, ist auch eine sehr nützliche Seite. Da kriegt man das Spiel. Genau, und die werde ich euch dann auch in der Beschreibung reintun, damit ihr das Spiel haben könnt. Aber halt in der aktuellen Version von der 097. So. Dann gehen wir ins Slender Wiki. Ja, Slender Wiki. Hier sehen wir im ersten Bild gleich einen Slender Man in Aktion. Hier, so sieht man ihn auch mal ein bisschen besser, anstatt bei meinem ersten Video. Ja, er ist lang, dünn, lange Arme, kein Gesicht. Krawatte sieht man ja jetzt, sieht man aufs Hemd leicht. Hier, und er hat kein Gesicht. Genau. Dann gehen wir weiter. Mal, so sieht eine spezifische Seite aus, aber wir gehen zu den 8 Seiten nochmal genauer ein. Und zwar nachfragend. Das ist allgemein die Mappe. Also hier unten ist der Start. Dann kann man einfach hier weitermachen. Die nächste Mappe zeige ich euch lieber nicht, weil das ist die Komplettlösung. Und die wollen wir lieber nicht. Also so sieht es in vollständiger Vorsicht an, aber weiter geht's. Dann geht's jetzt zu den Seiten. Die erste Seite ist Don't Look or It Takes You. Das ist einer der besten Tipps, die ich finde, weil ich glaube auch der einzige, weil wenn du ihn länger anschaust, dann erwischt er dich einfacher. Wenn du nicht ihn auch zu lange anschaust oder gar nicht anschaust, dann erwischt er dich sehr seltener, aber es ist hängt von den Seitenzahlen ab, aber egal. Nächste Seite ist Always Watch Snow Eyes. Ja, er schaut, beobachtet dich ja dauernd, verfolgt dich ja wie permanent. Und er hat ja keine Augen. Keine Ahnung, wie das gemeint ist. Aber wir gehen weiter. Nächste ist Leave Me Alone. Klar, muss man nichts dazu sagen. Das nächste ist ein kleines Bild, wo Slender im Wald steht. Das nächste ist, ja, Help Me. Ist klar, warum. Man kriegt einfach wirklich brutal Angst und sagt man einfach sich selber, boah, hilft's mir mal hier. Can't Run ist auch sehr wichtig. Auch einer der besten Tipps, die man kriegen kann, wenn Slender dich zu lange anschaut, geht dir die Ausdauer weg und dann kannst du nicht mehr rennen und dann erwischt er dich einfach. Dann die Seite haben wir eh gerade gesehen, auf die wir am Anfang eingehen wollten. No, 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 no. Slender, Slender, Slender. Bla 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 bla. Slender, ja. Will man halt nicht erwischt werden. Dann hier Baum, Slender, Follows. Und die restlichen Bilder könnt ihr euch mal anschauen. Ich tue euch auch diese Wiki-Seite in die komische Box unten rein und damit ihr auch mal was seht. Dann geht's weiter ins Slenderman Wiki. Wie ihr sehen könnt, sieht man gleich rausstechend das Bild von Slenderman in dem Musikvideo bei Skrillex. Ja, hier hinten sieht man ihn hinter dem kleinen Mädchen. Aber ich habe es mal versucht, hier nochmal in YouTube ein bisschen besser darzustellen, aber man sieht es nicht. Aber ich kann euch wenigstens das behaupten, es ist wirklich Slender.
Hier sieht man den Anzug, dann ein bisschen weiter oben sieht man halt noch den Krawatte. Das Gesicht sieht man jetzt leider nicht mehr, aber das Hemd und die Arme sieht man. Aber unwichtig, es geht noch weiter. Wie ihr wisst, habe ich ja auch eine Minecraft-Kommentiershow gemacht. Und Minecraft ist auch ein gutes Thema, denn der tolle Enderman ist auch so eine tolle Beispielsage. Habt ihr euch den mal angeschaut? Er ist lang, ist dünn, hat lange, überlange Arme sogar, aber er hat jetzt keinen Anzug oder kein weißes Gesicht und so. Aber trotzdem, Enderman, Slenderman. Also hat man eigentlich nur das Sl rausgestrichen und hat sich dadurch einen neuen Namen gemacht. Und wenn man, das Tolle ist ja, der kann sich ja teleportieren, wie komischerweise Slender auch. Was für ein Zufall. Ja, also, das wären jetzt erstmal so die wichtigen Sachen, die ich von mir gegeben habe. Ich werde euch die drei Links zu dem Ganzen in die Box schmeißen und dann werde ich noch dazu sagen, ich werde heute auch sofort ein neues Video reinbringen und zwar ein kleines Horror-LP mit meinen Freunden. Schon alles geklärt. Die werden heute kommen. Ich werde heute Abend in Halloween mein Let's Play versuchen mit meinen Freunden reinzudrehen. Und wenn es wirklich klappt, dann haben wir ein kleines Horror-Special für Halloween gemacht und darüber freuen wir uns doch alle sicherlich. Und dann sage ich nur eins, bis später und wir sehen uns vielleicht bei der nächsten Kommentiershow, nicht bei Let's Play, euer Kommentierer.